richtig vor. Hallo Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute, ihr habt es im Titel gelesen, geht es wieder um Fahrradsachen. Und zwar habe ich mir Schuhe, da steht es ja drauf, Schuhe geordert. Es steht auch in der Beschreibung hier, die Giro Savix. Ich war auf der Suche nach einem schnittigen Sommerschuh, der ein bisschen fester ist. Ich habe sonst Mountainbike-Schuhe, aber es ist ja egal, spielt jetzt hier keine Rolle. Und da fiel mir dieser Schuh auf. Er sollte, wie so oft, schwarz sein. Das ist der. Schwarz für den Sommer. Und ich wollte ein Disc-Verschlusssystem. Schwarz, steif, Sommer, Rennrad, relativ günstig. Also, und da bin ich auf den gestoßen, habe den jetzt für knapp über 80 Euro bekommen. In Größe 43. Ich habe normalerweise 42,5, relativ genau 42,5. Also bei Adidas Größe ist 42,5, glaube ich, oder 42, 2 Drittel, egal. Die schreiben, Giro fällt etwas kleiner aus, deswegen eine Nummer größer bestellen, wäre eigentlich 43,5 gewesen. Aber ich nehme mich 43 und ich bin da schon mal reingeschlüpft, ganz ehrlich, ich finde der passt ganz gut. Besonders an dem, also es ist ein Rennradschuh, aber hat, haben nicht alle, aber ist jetzt immer öfter, seht ihr hier, hat die Aufnahme für die zwei beiden verschiedenen Arten von Cleats, die Klickdinger, die habe ich natürlich gleich mitbestellt. Ihr werdet spucken, als Rennradfahrer werden jetzt spucken. Ich schraube sie auf SPDs. Ja, was soll ich sagen? Er ist verdammt luftig auf den ersten Eindruck. Da ist noch ein Papier drin, also man kann da durchschauen. Das ist gut, weil für den Sommer der Verschlussmechanismus ist hier, hört ihr, geht in 1 mm Schritten relativ genau und ausziehen. So, also ihr wisst, rausziehen, also die Disc oder den Drehregler einfach hochziehen und zack ist es entriegelt. Jawohl. Ich würde sagen, wir schrauben noch zusammen die Klicker, die Cleats drauf. Dann gehen wir raus aufs Fahrrad und testen das mal. Das ist jetzt das neue Konzept. Passt auf, ich zeige euch die Sachen, erzähle euch von den Sachen, wieso, weshalb, warum. Dann probieren wir das aus und dann sehen wir uns hier wieder und so ein kleines Endfazit wie beim Grill. So, jetzt hole ich erstmal Werkzeug um die. Ja, hätten wir auch in einem Karton liefern können. Hier schön. Sie haben eine Skala, dass man halt genau sich aufschreiben kann und merken kann, die Position der Cleats, wie die performt haben und so weiter. Ich denke mal, das macht der ein oder andere, macht es vielleicht. wenn ihr mit Kumpels unterwegs seid, so mit übernachten, richtig Cleats umdreht, wenn sie schlafen. So, ich habe schon gerne weiter vorne, aber auch nicht so weit. Soll schon einigermaßen symmetrisch drauf sein, ne? Feste. So, gut, jetzt sind die drauf. Dann ziehen wir uns mal an, schwingen uns aufs Rad. Das seid ihr mit dabei und dann sehen wir uns hier wieder. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, dass der Cleat rausschaut. Das ist halt, ich weiß nicht, ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich sowas trug. Und ich glaube, ich hatte damals die großen. So. Oh, wie habe ich das vermisst. Oh.
Ach, so, Freunde, sind wir wieder drin. Ihr habt jetzt mal kurz gesehen, wie das draußen war mit den Schuhen. Hier sind sie. Ich habe jetzt ungefähr, weiß nicht, 50, 70 Kilometer gefahren. Das ist für Langstreckenpiloten natürlich gar nichts. Ich fahre relativ, also hauptsächlich nur Kurzstrecke, taste mich jetzt so langsam an das Längere ran, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich empfand die als sehr angenehm. Kraftübertragung war äußerst gut. Ich habe den Glied etwas relativ weit hinten, damit halt am Mittelfuß die Kraft ankommt, damit man nicht so viel auch mit den Waden machen muss. Ne? Also man könnte sie noch ein Stückchen weiter vortun. Das würde das Fahrgefühl normalisieren, aber ich finde es so gut. Ist noch zu sagen, ist aber bei den anderen schon genauso, weil ich relativ klein bin und deswegen auch ein kleines Fahrrad habe oder einen kleinen Rahmen, dass das Vorderrad beim Einschlagen da anschlägt. Ja, naja, okay, ihr seht hier, vom Knien sind sie schon leicht ramponiert. Also das war's jetzt mit dem Zurückgeben. Sind wirklich, die sind federleicht, das ist schön. Dann, ich hatte, wo ich der Meinung war, jetzt Performance, habe ich sie noch mal enger gemacht. Das geht erstaunlich gut über den Klettverschluss vorne. Macht man einfach auf, zieht den fester und zieht dann hier noch mal am Disksystem nach. Habe ich zu lange eng gelassen und habe dann erst relativ spät gemerkt, dass mir Teile von den Füßen eingeschlafen sind. Aber dann halt einfach locker gemacht, easy peasy weitergefahren, das ging dann, das war okay. Ich finde, verglichen, kann man jetzt schlecht, ich habe ja nur Mountainbike-Schuhe, nicht ganz, ganz lange her, dass ich Rennradschuhe getragen habe. Ich finde ich gut. Also preislich top, so um die 80 Euro. Schwarz, das passt. Das mit dem glänzend ist Geschmackssache. Glänzend eh nicht mehr lang. Für den Sommer absolut top, finde ich. Und so für den Einstieg in einen Rennradschuh echt, echt gut. Ja, ich hoffe, der Traber ist zufrieden, dass ich die genommen habe. Hoffe, das Video hat euch was gebracht, einen Einblick. Falls ihr nach die Schuhe angeschaut habt und euch nicht sicher wart. Das war beim Fahren, war so um die, weiß nicht, 26 Grad. Ich habe obenrum, habe ich ordentlich geschwitzt. Füße waren top. Also Füße haben echt nicht geschwitzt. Ja. Hoffe, es hat euch was gebracht. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Anregungen, Kritik, Lob und so weiter, Liebesbekundungen in die Kommentare. Und abonnieren könnt ihr auch, wenn ihr wollt. Also gut, bin raus. Bis dann. Tschüss.